hast dir Zeit gelassen. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Du wusstest, dass ich den Eispalast angreife, nicht wahr? Dein Volk hat dir keine Wahl gelassen. Ja, aber es war alles andere als leicht. Es hätte auch schief gehen können. Nein, deinem Überlebenswillen sind die anderen nicht gewachsen. Reden wir von dem Willen, den du mir nehmen wolltest, als du mir den Chip in meinen Kopf gepflanzt hast. Hätte der Chip bei deiner Exekution keinen Schaden genommen, würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest verstehen, dass sich wahre Stärke und umfassendes Wissen nur im Kollektiv wirklich entfalten können. Ein Kollektiv, das nur von einem Individuum kontrolliert wird, ist kein Kollektiv, dem ich angehören will. Unter diesen Umständen ist mir der Preis für die nächste Evolutionsstufe zu hoch. Das ist verständlich, zumal du sie alle überwinden konntest, um hierher zu kommen. Dein Erscheinen hier ist der Beweis, dass du der nächsten Stufe näher bist als jeder andere deiner Art. Wie weit hast du dich von den Menschen entfernt, um von meiner Art sprechen zu dürfen? Heute bin ich viel mehr als das. Ich mag ein Mensch gewesen sein. Doch das ist nicht mehr relevant. Und du weißt das auch. Der Meteor kam in die alte Welt nur zu einem Zweck. Magallan muss vorbereitet werden, auf diejenigen, die kommen werden, diese Welt in Besitz zu nehmen. Der Punkt ist nun erreicht, dass die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann. Wer wird kommen? Was sind sie? Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft. Selbst ich kann den Worten der Wissenden zuweilen nicht folgen. Die Wissenden? So nennen sie manche. Doch ist das nicht mehr deine Sache. Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Die Welt, wie du sie kennst, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Alles Leben wird sich der neuen Ordnung fügen oder ausgelöscht. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Schon damals hatte ich gegen die Engstirnigkeit meiner Zeitgenossen zu kämpfen. Die Menschen haben an ihrem Verhalten wenig geändert. Du hast viel erreicht, Jax. Vor allem hast du dafür gesorgt, dass ich meine wertvolle Zeit für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Das klingt fast so, als hättest du das alles geplant. Auch wenn mein Einfluss auf dich durch deinen defekten Chip begrenzt war, tat er doch seine Wirkung. Die Kleriker hätten mir durch einen direkten Angriff auf den Eispalast mit ihrer vollständigen Kampfkraft gefährlich werden können. Doch du hast sie aus ihrem Hort getrieben und in den offenen Krieg geführt. Sie haben dank dir ihre Schlacht in Ignadon zwar gewonnen, doch waren sie anschließend zu geschwächt, um noch ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Der Tod ihres obersten Anführers Ulbricht wird sie noch lange beschäftigen. Unsinn. Die Kleriker trafen ihre Entscheidung zum Angriff auf das Alpheer in Ignadon aus freien Stücken. Menschen, die verzweifelt sind, haben nichts mehr zu verlieren und sind gefährlich. Doch du gabst ihnen Hoffnung. Ohne den reinen Feldherrn, den du ihnen besorgt hast, hätte sie ihre Verzweiflung bis zum Äußersten getrieben. Zeit. Das war alles, worum es ging. Was ist mit dem Elix, das für dich gefördert wurde? Das Elix ist natürlich eine Notwendigkeit. Nun ist es in ausreichender Menge vorhanden. Darüber hinaus musste dafür gesorgt werden, dass ich auch weiterhin ungestört bleibe. Der Bau des Big Bang in Tavar hat ebenfalls geholfen, die freien Menschen abzulenken. Und wenn Konrad nun tatsächlich eine Bombe mit großer Zerstörungskraft gebaut hätte? Dann hätte sie sich gegen die Kleriker gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duke damit den Eispalast bedrohen würde, war gering. Des Weiteren hast du Konrad eliminiert. Er wird ganz sicher keine Bombe mehr bauen.
Ist das alles? Nein, bei weitem nicht. Doch sei noch das Schicksal meines Erzfeindes Thorald erwähnt. Dass du ihm Kaya brachtest, hatte ein direktes Scheitern seines Elex-Experimentes zur Folge. Ihre Verbindung zum Elex war so stark, so dass Thorald die Kontrolle darüber verlor. Ich glaube dir kein Wort. Irrelevant. Du bist nur ein Störfaktor in dieser Rechnung und musst vernichtet werden. Ach, du willst mich verunsichern. Du erzählst mir das alles nur zu einem Zweck, mich emotional zu manipulieren. Du willst mich ablenken, damit du leichteres Spiel mit mir hast. Das wird dir aber nicht helfen. Ich bin nicht den langen Weg hierher gekommen, um nun in Stille unterzugehen. Mein unüberwindlicher Lebenswille wird nun auch dich bezwingen. Dawkins! Dann ist alles gesagt. Nimm also nun das Unvermeidliche an, Mensch. Du hast deine Stärke bewiesen. Trotz all meiner Vorbereitung und all dem Elex bist du der Mächtigere von uns beiden. Ja. Und deinen Plan wirst du noch einmal überdenken müssen. Du verstehst einfach nicht, dass es um etwas Größeres geht. Größer als wir alle zusammen. Ich verstehe sehr gut. Du bist ein Übel, das es aufzuhalten gilt. Deine Tage sind gezählt. Ab dem heutigen Tage wirst du den Menschen dienen. Nein. Du hast gar keine Wahl. Durch das umgekehrte Elex in deinen Adern wirst du eins werden mit der Natur und den Menschen. Das kannst du nicht tun. Du weißt nicht, was du damit anrichtest. Wir werden gleich sehen, ob ich kann. Ein Meer von Blut ergießt sich über die Länder. Jetzt kannst du es sehen. Das ist alles dein Werk. Das ist unerträglich. Zerstöre mich. Nein. Erinnere dich an die Zeit deiner menschlichen Form. Dein Plan war es, deine Haut zu retten. Später war es das Elex, das dein Handeln bestimmte. Löse dich von diesem Zwang. Ich kann nicht. Es ist zu spät. Die Menschen werden mir niemals vertrauen.
Sie werden es lernen. Dafür werde ich sorgen. Magalan, die letzte Bastion der Menschheit. Dawkins sprach von den Wissenden, die er als die zukünftigen Herren dieser Welt ansieht. Er sprach von seinem Plan, die Welt auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Doch ist vieles immer noch unklar. Was wird mit den Menschen und den anderen Lebensformen geschehen? Bedeutet es für sie die totale Vernichtung, bedingungslose Unterwerfung? Oder bedeutet es das Erlangen der nächsten Stufe in der Evolution, durch die Befreiung des Geistes von seinem vergänglichen Körper? Was es auch sein mag, es wird Magalan in seinen Grundfesten erschüttern. Die Menschen müssen erkennen, dass nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist. Auch sie werden sich vorbereiten müssen. Sei es nun für eine Neuordnung oder für einen weiteren Kampf ums Überleben. Meine Rolle dabei habe ich nun selbst in der Hand. Es bleibt die Frage, wer wird meinem Weg folgen? Viele sind in den letzten Tagen von uns gegangen. Und diejenigen, die Dawkins Krieg um das Elex überlebt haben, werden nun ihre eigenen Pläne verfolgen. Was werden sie tun, wenn die Wissenden erst einmal hier sind? Ich will Gewissheit darüber, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Wer an meiner Seite steht. Und wer es jetzt immer noch wagt, mir die Stirn zu bieten. Mir, Jax, der Bestie von Xakor.
Thank you.
Alles klar.